Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webseminar zum Thema buchungsrelevante Informationen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und freue mich sehr über Ihre Teilnahme an unserem heutigen Webseminar. Zu Beginn darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lina Manegold und ich bin Beraterin im Bereich Online-Vertrieb, Content-Qualität und Homestaging beim OBS, dem Online-Buchungsservice. Für all diejenigen von Ihnen, die uns und unseren Service noch nicht kennen, stelle ich den zum Schluss des Webseminars auch einmal gern kurz vor und gehe dann nochmal näher darauf ein, was eigentlich unser Angebot und unseren Service so umfasst. Vorab habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise für Sie. Sie haben jetzt heute während des Webseminars auch ein paar Funktionen, die Sie nutzen können. Die sehen Sie, wenn Sie mal einmal an den unteren Rand Ihres Bildschirmes schauen. Da finden Sie dann mittig zwei Button. Einmal den Button Hand erheben. Darüber können Sie, wenn Sie möchten, Zustimmung ausdrücken. Und zum anderen, wichtiger ist dann der Button rechts daneben, F und A, das steht für Frage und Antwort. Wenn Sie da draufklicken, dann öffnet sich solch ein Textfeld und Sie können eine Frage eingeben. Also wenn jetzt Fragen aufkommen während des Webseminars oder Sie generell schon mal Fragen zu diesem Thema haben, dann scheuen Sie sich nicht, stellen Sie gerne diese Fragen. Meine Kollegin, die Frau Müller, ist im Hintergrund des Webseminars auch mit dabei und beantwortet gern Ihre Fragen. Die können Sie, wie gesagt, einfach in das Textfeld eingeben und dann auf Senden klicken. Dann sehen wir und auch die anderen Teilnehmer Ihre Frage und dann entsprechend unsere Antwort. Wenn Sie nicht möchten, dass man sieht, von wem die Frage gestellt wurde, dann setzen Sie einfach bitte den Haken bei anonym senden. Dann stellen Sie die Frage einfach anonym. Wir lassen die Funktion auch nach dem Webseminar noch offen. Also wenn Sie erst einmal zuhören möchten und die Fragen dann zum Schluss stellen möchten, dann ist das auch möglich. Also ich lasse das so lange aktiv, bis keine Fragen mehr bestehen sozusagen. Dann steigen wir in das Thema ein, in die Buchungskonditionen bzw. buchungsrelevante Informationen. Darum soll es ja heute gehen. Und ich habe Ihnen zum Einstieg das Fünf-Phasen-Modell mitgebracht. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Einige von Ihnen kennen das bestimmt schon. Das verwenden wir immer wieder gerne. Das zeigt den Weg oder die fünf Phasen, die ein Gast durchlebt, wenn er eine Reise macht. Und bei uns geht es jetzt um diese Phase 2. Also in der ersten Phase hat der Gast sich inspirieren lassen und informiert über seinen Urlaub und seinen künftigen Urlaubsort. Und in der Phase 2, da geht es dann aktiv um das Suchen und Buchen einer Unterkunft eben online. Und da in diese Phase zählen eben auch die Buchungskonditionen mit rein. Was ist das überhaupt? Damit starten wir mal. Buchungsinformationen sind eben buchungsrelevante Informationen für den Gast. Also die können darüber entscheiden, ob der Gast ihre Unterkunft bucht oder nicht. Es sind sozusagen die Richtlinien bzw. die Konditionen ihrer Unterkunft. Die werden natürlich vorab ja von Ihnen in Ihrem Pflegesystem auch formuliert. Das machen wir eingangs bei der Schulung, wenn Sie buchbar sind über uns, da stellen wir ja gemeinsam Ihre Richtlinien, also Ihre Konditionen in Ihrem Pflegesystem ein, die eben für Ihren Betrieb gelten sollen für die Online-Buchung und werden dann auch auf der Buchungsbestätigung des Gastes nochmal abgedruckt, weil das sind ja, wie gesagt, verbindliche Konditionen zu diesen, also zu welchen der Gast bucht. Was bringen Ihnen diese buchungsrelevanten Konditionen? Die bieten natürlich, wenn Sie die immer aktuell und klar formulieren, Sicherheit und Transparenz für Sie und auch für den Gast. Also wenn Sie das alles offenlegen, Ihre Konditionen klar formulieren, dann weiß der Gast sozusagen, worauf er sich einlässt, ob er zu diesen Konditionen buchen möchte oder nicht und weiß eben auch sicher, okay, die gelten verbindlich. Und das schafft natürlich für Sie auch Sicherheit und Transparenz. Sie haben immer etwas, worauf Sie sich dann berufen können, was rechtlich einfach so festgesetzt war bei Buchungsabschluss. Dann steigen wir ein und ich habe Ihnen hier die Buchungskonditionen mal mitgebracht. Also das sind jetzt 8 Stück, die wir uns anschauen werden. Hier sind die einmal im Überblick und wir gehen jetzt auf die verschiedenen Buchungskonditionen nach für nach eben entsprechend ein. Der erste Punkt, sind die Zahlungsmodalitäten. Also da geht es darum, wie kann der Gast bei Ihnen als Gastgeber zahlen? Also welche Zahlungsmodalitäten bieten Sie dem Gast an? Das kann ja zum einen sein, eben ganz klassisch die Barzahlung vor Ort. Bei Anreise dann eben entsprechend in der Unterkunft. Oder gibt es noch weitere Zahlungsoptionen, die Sie dem Gast anbieten können, wie beispielsweise eine Kartenzahlung, ja, EC-Karten mit EC, Zahlen mit EC-Karte
EC-Karte oder Kreditkarte oder auch die Überweisung oder sogar vielleicht auch PayPal. Und dazu gehört auch die Regelung der Anzahlung. Also wird bei Ihnen vorab eine Anzahlung verlangt vom Gast oder eben nicht. Dazu ist ganz wichtig zu sagen, dass die Anzahlung nur verlangt werden kann, wenn Sie die natürlich auch vorab hier in diesen Richtlinien festgesetzt haben. Also wenn Sie da die Chance haben möchten, dem Gast eine Anzahlung in Rechnung zu stellen, dann wäre es eben ganz wichtig, dass Sie das in den Richtlinien vorab schon festsetzen, dass der Gast das eben vorab weiß und entscheiden kann, okay, möchte ich diese Unterkunft buchen und eine Anzahlung leisten oder eben nicht. Bei der Anzahlung ist es dann auch so, der Gast erhält vorab nur die Information, dass eine Anzahlung anfällt und in welcher Höhe, also wie viel Prozent des Gesamtbetrages. Aber die Anzahlung muss dann schon von Ihnen aktiv als Gastgeber in Rechnung gestellt werden, dass der Gast eben ja, eine Rechnung bekommt und auch weiß, wohin er die Anzahlung überweisen oder zahlen soll. Dann gegebenenfalls gehört zu dem Punkt auch noch eben eine Kaution, ob eine Kaution fällig wird, also hinterlegt wird vom Gast bei Ihnen oder nicht. Dann der zweite Punkt sind die Stornierungsbedingungen bzw. Stornierungsrichtlinien. Die sind auch sehr bedeutend. Also da geht es darum zu klären, gibt es einen Zeitraum, in dem der Gast kostenfrei stornieren kann? Und wenn ja, wie lange besteht dieser Zeitraum der kostenfreien Stornierung? Da bekommen wir auch immer wieder Rückfragen von Gastgebern, weil es ein bisschen schwierig ist, das zu definieren. Wir geben da immer als Hinweis, dass man einfach vielleicht als Gastgeber überlegen kann, wie lange, wenn ich eine Stornierung bekomme, habe ich die Chance, nochmal neu zu vermieten. Also wenn jetzt ein Gast beispielsweise 10 Wochen vor der Anreise storniert, dann hätten Sie ja noch 10 Wochen, um nochmal neu zu vermieten. Dann könnten Sie mal überlegen und abwägen, ob das für Sie eben möglich ist, in dieser Zeit nochmal neu vermieten zu können. Vermutlich ja, weil es ja eine ziemlich lange Zeit ist. Und wenn Sie dann einfach Ihren Zeitraum festgesetzt haben, ab dem es für Sie zu kurzfristig ist und vermutlich unwahrscheinlich wird, dass Sie nochmal neu vermieten können, ab da würde dann Ihr stornierungspflichtiger Zeitraum anfangen. Also der Zeitraum, ab dem dann eben entsprechend Stornokosten anfallen können. Also das ist ganz wichtig, dass Sie das klar definieren, auf die Tage genau. Und dann natürlich auch festsetzen, welche Stornierungskosten anfallen, also in welcher Höhe die anfallen. Das gibt man ja dann im Prozentsatz an, also so und so viel Betrag des Gesamtbetrages. So und so viel Prozent des Gesamtbetrages fallen dann eben entsprechend als Stornokosten an. Zu den Stornokosten gehen wir gleich später nochmal drauf ein, weil die haben schon eine relativ große Bedeutung, auch eben durch die jüngsten Entwicklungen, die Corona-Pandemie, haben die einfach an Bedeutung gewonnen. Da gehen wir, wie gesagt, separat gleich nochmal drauf ein. Die nächste Richtlinie ist die An- und Abreisezeit. Also da ist es ganz wichtig, dass dem Gast eben vorab schon mal ein Zeitfenster angegeben wird, in dem die Anreise und auch die Abreise regulär möglich ist. Innerhalb dieser Zeiten, die Sie dort angeben, ist es schon so, dass dem Gast dann die An- oder Abreise auch gewährt werden muss. Das haben Sie als reguläre Zeit angegeben. Ganz wichtig ist auch, dass Sie eine maximale Uhrzeit mit angeben. Also dass Sie wirklich sagen, Anreise ist von bis so und so viel Uhrzeit möglich, also dass Sie das auch nach oben hin quasi begrenzen. Passiert das nicht, geht der Gast natürlich davon aus, er kann auch irgendwann spät abends oder nachts anreisen, was vielleicht dann gar nicht tatsächlich der Fall ist. Also da bitte einfach mit einem konkreten Zeitfenster arbeiten. Gerne können Sie aber an der Stelle auch in Ihrem Pflegesystem dann mit eingeben, dass auch abweichende An- oder Abreisezeiten natürlich möglich sind nach Rücksprache. Also das ist ja immer möglich, dass Sie es vorab schon mal mit angeben als Hinweis, wenn er aus irgendeinem Grund später anreisen kann oder möchte, nur dann kann er das natürlich mit Ihnen abklären, aber das erfolgt dann eben nach Absprache, also nach Rücksprache mit Ihnen als Gastgeber. Der vierte Punkt ist dann die Information zu der Schlüsselübergabe. Die ist natürlich auch wichtig, denn der Gast braucht ja schon die Information, wie er dann den Schlüssel erhält, also wie er in die Unterkunft einchecken kann. Also wie findet die Schlüsselübergabe statt? Findet die persönlich vor Ort statt durch Sie? Also ist der Gastgeber persönlich vor Ort? Oder gibt es einen Schlüsselkasten oder eine Schlüsselbox?
Genau, also diese Informationen gehören zu dem Punkt dazu und natürlich auch, wo die Schlüsselübergabe stattfindet, also direkt an der Unterkunft oder wenn es jetzt eine Ferienanlage ist oder ein Hotel und so weiter, findet die dann an der Rezeption statt, ist es im selben Gebäude oder im Hauptgebäude. Also einfach Angaben, dass der Gast ja vorab schon sicher weiß, wo er die Schlüssel findet, dass er dann problemlos anreisen und einchecken kann. Der nächste Punkt, der ist auch sehr bedeutend, ist die Haustierregelung. Also da geht es darum, dass Sie klar formulieren, ob bei Ihnen Haustiere in der Unterkunft erlaubt sind oder nicht. Also hier ist noch mit angegeben auf Anfrage. Das ist natürlich auch möglich. Wir empfehlen aber tatsächlich, das klar zu definieren. Also entweder sind Haustiere erlaubt oder sie sind nicht erlaubt. Und dann, falls sie erlaubt sind, ist es gut, wenn Sie da noch mal konkretere Informationen mit angeben, wie beispielsweise zu den Gebühren. Also wenn Haustiere erlaubt sind, fallen dann dafür Gebühren an? Wenn ja, in welcher Berechnungsart? Also wird es dann pro Hund pro Nacht berechnet oder pro Tier pro Aufenthalt noch mal eine Gebühr? Und gegebenenfalls können Sie da auch noch andere Einschränkungen mit angeben. Also beispielsweise die Art der Haustiere, die maximale Anzahl der Haustiere, die Kosten, wie gesagt. Genau. Also da am besten auch so konkret wie möglich schon mal formulieren, dass der Gast weiß, was ist möglich. Kann ich die Unterkunft buchen? Passt die zu meinen Vorstellungen oder halt eben entsprechend nicht? Dann bucht er nicht und hat auch keine falschen Erwartungen. Der nächste Punkt ist dann die Verfügbarkeit von Babybetten oder auch Zustellbetten. Also haben Sie Babybetten oder so Babyreisebetten vorhanden? Wenn ja, fallen dafür Gebühren an oder sind die kostenfrei vorhanden? Und das Gleiche gilt dann auch für Zusatzbetten. Also gibt es gegebenenfalls noch Zusatzbetten für auch Kinder oder sogar auch für Erwachsene? Sind da welche vorhanden? Wie viele sind vorhanden? Fallen dafür Kosten an? Und am besten geben Sie da auch noch die Information mit an, ob das dann eben eine Absprache bedarf, also ob das nur auf Anfrage oder nur nach Rücksprache möglich ist. Ist dann ja meistens so der Fall, dass Sie als Gastgeber vorab dann schon mal Bescheid wissen, wenn ein Babybett gewünscht wird, dass Sie es dann eben entsprechend auch in die Unterkunft stellen können, beziehungsweise sogar eben entsprechend schon aufbauen und hinstellen können. Genau, also da am besten, wie gesagt, auch so konkret wie möglich alle Angaben gleich machen, falls dafür noch Gebühren mit anfallen, die, wie gesagt, entsprechend auch mit angeben. Dann ein Punkt, der noch zu den Richtlinien gehört, ist dann auch die Kurtaxe tatsächlich. Das hat jetzt natürlich nichts mit Ihren eigenen Richtlinien zu tun. Das ist ja dann vorgegeben vom Ort oder von der Gemeinde. Aber wenn in Ihrem Ort eben eine Kurtaxe für den Gast anfällt, ist es auch wichtig, dass das in Ihren Richtlinien mit aufgenommen wird. Einfach weil diese Kurtaxe ja nicht in Ihren Übernachtungspreis mit eingerechnet ist, sondern eben vor Ort separat nochmal zu zahlen ist vom Gast. Deswegen ist da ganz wichtig, dass Sie das bitte mit angeben und auch den Betrag dann in Euro. Also wie viel Euro pro Person pro Nacht da an Kurtaxe eben entsprechend fällig werden, dass der Gast sich darauf einstellen kann. Genau, das ist natürlich immer ganz wichtig, dass Sie mal schauen, falls da die Kurtaxe geändert wird. Hin und wieder ändert sich ja da die Regelung der Kurtaxe, dass Sie dann diese Information natürlich auch in Ihrem Pflegesystem entsprechend mit anpassen. Also dass Sie da immer den aktuellen Betrag der örtlichen Kurtaxe hinterlegt haben. Und dann, was noch zu den Richtlinien gehört, sind, habe ich mal zusammengefasst, in so sonstige Gebühren. Das sind natürlich dann Gebühren, die vor Ort bei Nutzung noch anfallen. Also Inklusivleistungen zählen da natürlich nicht dabei. Die sind ja inkludiert, die bucht der Gast gleich mit. Das wäre jetzt eher sowas, was optional vom Gast genutzt werden kann und wenn es genutzt wird, eben entsprechend mit einem Preis noch berechnet wird, wie zum Beispiel die Nutzung von Waschmaschine, Trockner, Sauna oder Schwimmbad oder gegebenenfalls auch Verpflegungsleistungen, die optional vom Gast noch mit dazu gebucht werden können auf Wunsch. Und da ist es natürlich auch von Vorteil, dass Sie alles, was Ihre Unterkunft noch bietet, vielleicht eben sogar auch an Extra-Services, die Ihre Unterkunft von anderen Unterkünften unterscheidet, dass Sie die mit aufnehmen und am besten auch, wie gesagt, wieder so konkret wie möglich. Also, dass Sie sagen, ist das immer möglich oder ist es nur möglich, wenn der Gast es vorab bestellt oder angekündigt hat? Ist es kostenfrei oder fallen dafür Kosten an? Und wenn Kosten anfallen, auf welcher Höhe belaufen sich dann diese Kosten?
Genau, also hier kommt es ein bisschen auf die Unterkunft drauf an, auf Sie, welche Zusatzleistungen Sie dann Ihre Unterkunft gegebenenfalls eben noch anbieten können. Dann stellt sich natürlich die Frage, wann sieht der Gast überhaupt diese Richtlinien, die Sie ja in Ihrem Pflegesystem hinterlegen? Das ist eigentlich an drei Stellen. Also zum einen natürlich vor der Buchung. Da sind wir immer noch in dieser Phase 2, die wir zu Beginn uns angeschaut hatten. Also vorab werden natürlich die buchungsrelevanten Informationen in Ihrem Online-Eintrag sichtbar. Also der Gast kann sich natürlich vorab die Konditionen anschauen. Generell wissen Sie ja, Ihr Online-Eintrag besteht ja aus den Bildern Ihrer Unterkunft, aus dem Beschreibungstext, dann natürlich aus den Kalenderdaten. Also der Gast kann die Preise einsehen und die Verfügbarkeit. Aber es zählen, wie gesagt, auch die Konditionen mit dazu. Also die Richtlinien sieht der Gast vorab auch. Aufgrund dessen kann er ja entscheiden, ob er zu diesen Konditionen Ihre Unterkunft buchen möchte oder nicht. Und dann ist es so, wenn der Gast sich für Ihre Unterkunft entschieden hat und die Buchung abgeschlossen hat, erhält der Gast ja automatisch, genauso wie Sie als Gastgeber, auch eine Buchungsbestätigung. Und auf diese Buchungsbestätigung sind die Richtlinien, also Ihre Konditionen, nochmal zusammengefasst. Einfach, dass der Gast die natürlich schriftlich nochmal vorliegen hat, und die sind ja dann rechtlich, wie gesagt, auch bindend für Sie und für den Gast. Und dann empfiehlt es sich, noch den dritten Punkt mit aufzunehmen, tatsächlich. Wenn der Gast dann gebucht hat und die Anreise kurz bevorsteht, dann empfiehlt es sich, den Gast nochmal an die wichtigsten Richtlinien zu erinnern. Also kurz vor der Anreise wäre das dann natürlich die Ankunftszeit und die Informationen zur Schlüsselübergabe. Vielleicht nochmal Hinweise zu den Inklusivleistungen, also nochmal der Hinweis beispielsweise, dass Sie ihm gern Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung stellen, kostenfrei. Also die wichtigsten Informationen können Sie da gern einfach nochmal so als nette Erinnerung an den Gast schicken, kurz vor der Abreise. Entschuldigung, kurz vor der Anreise, also kurz bevor der Gast bei Ihnen anreist. Genau. Dann sind Buchungskonditionen auch Filterkriterien. Also Sie kennen ja diese Ausstattungsmerkmale, die Sie in Ihrem Pflegesystem generell pflegen, wo Sie angeben, welche Ausstattungsmerkmale Ihre Unterkunft aufweist. Also beispielsweise WLAN, Geschirr, Spülmaschine, TV und so weiter. Und da ist es tatsächlich mittlerweile auf den Buchungsportalen auch so für den Gast, dass der Gast auch nach diesen Buchungskonditionen filtern kann. Also er kann nicht nur nach Ausstattungsmerkmalen filtern, sondern auch nach diesen Richtlinien. Und besonders eben die Stornierungsrichtlinie, die hat aufgrund der Corona-Pandemie da natürlich ja, an Bedeutung gewonnen, sage ich mal. Viele Buchungsportale haben das direkt eben in die Filtermaske mit eingebaut für den Gast. Ich habe jetzt hier mal Beispiele mitgebracht. Hier von FeWo Direkt, da kann der Gast, wie gesagt, Filter setzen bei seiner Suche. Der Hintergrund ist ja der, dass sich die Suchergebnisse minimieren. Also der Gast gibt ja schon mal einen Ort an und ein Reisedatum und auch eine Personenanzahl für seine Reise, so als Eckdaten. Und dann bekommt er natürlich eine große Anzahl von Unterkünften, die eben frei sind in dem Ort zu diesem Zeitraum. Deswegen, die Buchungsportale erleichtern das natürlich dem Gast, beziehungsweise der Gast ja, möchte die Suchergebnisse minimieren und das gelingt eben entsprechend durch diese Filter. Also die Merkmale sind Such- und Filterkriterien. Der Gast kann dann noch bestimmte Merkmale mit angeben, die die Unterkunft eben aufweisen soll. Und da sehen Sie jetzt hier im Beispiel auch, er kann zum Beispiel filtern nach kostenloser Stornierung. Also wenn Sie jetzt Ihre Storno-Richtlinie so definiert haben, dass jederzeit eine kostenfreie Stornierung möglich ist und der Gast hier diesen Filter setzt, dann erscheint Ihre Unterkunft natürlich im Suchergebnis des Gastes. Das Gleiche sehen Sie hier auch nochmal, das ist jetzt auf dem Buchungsportal Travanto. Auch da kann der Gast eben filtern nach Kosten frei stornierbaren Unterkünften. Und auch hier habe ich nochmal ein drittes Beispiel von Home2Go. Das ist auch möglich. Also da, wie gesagt, sehen Sie schon die Bedeutung von den Stornierungsrichtlinien. Da ist es natürlich so, generell wünscht sich der Gast natürlich relativ lockere Stornierungsrichtlinien. Bestärkt wurde das dann natürlich auch durch die Corona-Pandemie, wo alles unsicherer war. Der Gast nicht so sicher planen konnte, ob er dann tatsächlich anreisen kann oder dann noch etwas dazwischen kommt und er leider verwehrt ist. Genau, also da sehen Sie, dass das dann schon auch, wie gesagt, eine Bedeutung hat.
Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass Sie alle Ihre Storno-Richtlinien umstellen müssen auf immer kostenfrei stornierbar. Das ist dann natürlich auch nicht in Ihrem oder unserem Sinne. Aber vielleicht möchten Sie einfach Ihre Stornierungsrichtlinien mal prüfen, welche Sie denn aktuell gerade eigentlich hinterlegt haben. Und da wirklich mal nach dem Schema durchgehen, was wir zu Beginn besprochen hatten, ob die angemessen sind. Also sind die vielleicht zu locker oder gegebenenfalls vielleicht eher zu strikt? Dann könnten Sie mal mit diesem Beispiel vorgehen, dass Sie überlegen, wie lange Sie eigentlich kein Problem haben, nochmal neu vermieten zu können. Solange können Sie das ja dann, wie gesagt, gern auf kostenfrei stornierbar setzen. Dann die Buchungskonditionen, wie gesagt, sind auch buchungsrelevant für den Gast. Deswegen habe ich jetzt Ihnen hier nochmal aufgelistet, welche Anforderungen eigentlich die Konditionen erfüllen sollten. Das ist natürlich einmal die Vollständigkeit. Also ich habe es Ihnen ja eben in der Übersicht gezeigt, ist schon wichtig, dass da eben alle Punkte mit angesprochen werden, dass Sie die natürlich aktuell halten, wie jetzt in unserem Beispiel mit der Kurtaxe. Wenn es da zu Änderungen kommt und sich der Betrag der Kurtaxe ändert, dann ist es natürlich auch wichtig, dass Sie es entsprechend eben mit abändern für Ihren Online-Auftritt. Dann, dass Sie transparent sind. Und verständlich, das hatten wir auch ganz zu Beginn. Also im Idealfall bieten natürlich diese Richtlinien Transparenz und Sicherheit für Sie und den Gast. Bedeutet einfach, dass die klar formuliert sind, verständlich formuliert sind, dass es da nach der Buchung zu keinen Schwierigkeiten oder Ungewissheiten kommt. Also einfach, dass das alles klar definiert ist, dann weiß der Gast, wozu er gebucht hat und Sie wissen genau, was Sie vom Gast im Falle einer Stornierung beispielsweise verlangen dürfen und was eben nicht. Denn diese Richtlinien sind ja, wie gesagt, dann auch rechtlich bindend, die Sie da hinterlegt haben. Dann habe ich Ihnen hier noch Mustertexte mit eingefügt. Das ist es jetzt so, wenn Sie mit dem Fairatel Desk Client arbeiten, dann haben Sie da ein Textfeld, um das einzugeben. Fairatel, da gibt es ja dann bei Ihren Beschreibungen das Feld Konditionenbeschreibung. Und da kommen alle Konditionen in ein Textfeld quasi mit rein. Bei allen anderen Gastgebern, also bei allen von Ihnen, die mit dem Teammanager arbeiten, mit dem Destination One oder mit dem MyWinter, da ist es so, dass Ihre Richtlinien in Ihrem Pflegesystem auf zwei Teile aufgeteilt werden. Deswegen habe ich das jetzt hier in Klammern mit dazu geschrieben. Das ist ja Ihre Hausebene, also Ihre allgemeine Betriebsebene. Da kommen diese Informationen rein, also die Zahlungsmodalität, die Anzahlung und die Stornierungsrichtlinie. Und dann haben Sie ja pro Zimmerkategorie oder pro Wohneinheit, die Ihre Unterkunft hat, nochmal die sogenannte Leistungsebene, wo es dann speziell um diese Wohneinheit oder Zimmerkategorie geht. Und da kommt dann die Fortsetzung dieser Richtlinien rein, was Sie jetzt hier aufgelistet sehen, die An- und Abreise, Schlüsselübergabe, Haustierregelung und so weiter. Das ist einfach dann untergliedert, weil sich ja beispielsweise die Haustierregelung oder ja Verpflegungsleistungen oder so zum Teil auch unterscheiden kann zwischen den unterschiedlichen Wohneinheiten oder Zimmerkategorien. Deswegen wird es hier pro Zimmerkategorie nochmal hinterlegt. Und wie gesagt, wenn wir nochmal zurückgehen, für alle von Ihnen, die mit dem Fairatel arbeiten, ist es ein Textfeld. Da haben Sie keine Unterscheidung. Genau. Wenn Sie da Fragen haben, an welcher Stelle in Ihrem Pflegesystem die Informationen genau hinterlegt sind oder hinterlegt werden sollen, dann melden Sie sich gern bei uns. Dann können wir uns das mit Ihnen gemeinsam gerne anschauen. Auch generell nochmal der Hinweis: In Ihrem Pflegesystem können Sie das ja jederzeit eigenständig auch abändern. Da können Sie ja Ihre Textfelder auch bearbeiten. Trotzdem möchte ich Ihnen da nochmal den Hinweis geben, dass Sie uns bitte auch Bescheid geben, denn zum Teil sind diese Richtlinien auch bei einigen Buchungsportalen separat von uns mit hinterlegt. Also da bedarf es nochmal einer manuellen Abänderung durch uns. Deswegen, wenn sich wie gesagt beispielsweise die Kurtaxe ändert oder jetzt Ihre An- und Abreisezeiten, dann dürfen Sie es gern eigenständig abändern in Ihrem System. Aber dann bitte uns nochmal kurz Bescheid geben. Dann können wir das manuell an den Stellen, wo das notwendig ist, auch mit abändern. Wie gesagt, hatten wir besprochen, ist ganz wichtig, dass es immer einheitlich natürlich ist und immer aktuell und auf dem neuesten Stand hinterlegt ist. Aber wie gesagt, wenn Sie Fragen haben,
Dann melden Sie sich gern bei uns, dann können wir da nochmal durchschauen. Wenn Ihnen da jetzt hier auch im Zuge des Webseminars aufgefallen ist, dass bei Ihnen tatsächlich Richtlinien fehlen, die noch empfehlenswert sind, dürfen Sie die, wie gesagt, gerne ergänzen oder uns zukommen lassen. Dann können wir es noch mit einstellen für Ihren Online-Auftritt. Wie gesagt, das Wichtigste ist eben, dass diese Konditionen tatsächlich auch buchungsrelevant sein können. Natürlich nicht ausschließlich, da gehören ja auch noch die anderen Punkte dazu, die ich kurz angesprochen hatte, die Bilder, die Texte, die Preise und so weiter. Aber diese Richtlinien sind schon auch buchungsrelevant, also sollten schon dann auch zuverlässig gepflegt werden von Ihnen.